So, Freunde, willkommen zurück zur zweiten Aufnahmesession hier bei The Last of Us. Wir haben uns wacker geschlagen, würde ich behaupten, bis hierher. Jetzt wird's ein bisschen knifflig. Wir haben hier 2, 4 Gegner, 5. Es wird nicht einfach werden. Kriegen wir hin. Lotsen wir mal nach hinten. Und jetzt schnappen wir ihn von hinten und lautlos töten. Brich ihm das Genick. Okay, wir schlagen uns weiter durch. Bevor es den anderen auffällt, dass einer fehlt. Den hier umgehen wir einfach mal still und heimlich. Die locken wir mal weg. Hier hinten geht es aber nicht durch, nein. Okay, wir versuchen einfach uns hier durchzuschlagen. Hier durch, na los! Und dann haben wir die hinter uns gelassen. Wir müssen unbedingt mal an Munition kommen. Das sieht richtig, richtig schlecht aus. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Ab nach unten, würde ich sagen. Hier unten kann uns wenigstens niemand entdecken und hier wird mal sehen, wo es hinführt. Uns niemand vermuten. Sackgasse. Nein, nach oben geht's weiter. Wunderbar. Schnell wieder die Lampe aus. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Okay, hier gibt's nichts. Gehen wir einfach mal weiter, die Treppen hoch. Hier müssten wir durchpassen. Die Luft ist rein. Hier links gehen wir dann gleich durch. Aber wir schauen uns noch kurz in aller Ruhe um. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja, und ich möchte mich auf jeden Fall mal hier in der ruhigen Minute bei euch bedanken, dass euch das Let's Play so gefällt. Ich muss sagen, noch mehr Soldaten. Mir gefällt dieses Spiel unheimlich gut. Es hat mich gefesselt. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Machen wir. Da oben steht einer. So, wir huschen hier mal auf die Schnelle durch. Sehr, sehr dunkel alles hier. Aber ich möchte jetzt nicht die Taschenlampe anmachen und vielleicht unnötig irgendwie jemand auf uns locken. Hier drin können wir, denke ich mal, bedenkenlos anmachen. Okay. So, nochmal hier umschauen. Irgendwie warte ich hier auf solche Jumpscares. Es ist einfach zu ruhig hier drin. Hier hinten haben wir was. Hier schauen wir uns um. Nichts. Ein Hauch von nichts. Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Genau, würde ich auch sagen, mal kurz verschnaufen. Sehen, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Und wir schauen uns hier nochmal um. So wie es die Chefin sagt. Mich würde es mal noch interessieren, wie die zwei zusammengefunden haben. Aber ich denke mal, im Verlauf der Geschichte wird sich das mit Sicherheit erklären. So, wir gehen weiter. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Sieht gut aus. Okay. Sieht alles ganz ruhig aus hier drin. Warte, warte. Rot. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter. Okay.
Sie verziehen sich Richtung Wall, das heißt, wir können in aller Ruhe weiter fort. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess? Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ja, ich vermute mal, er hat einfach Angst, wenn wir durchs Zentrum gehen, nochmal sind wir bei Sonnenaufgang ein beim Kind Rathaus. Zu verlieren. Hoffentlich. Es ist sicherlich nicht einfach, nach so einem schweren Schlag, nachdem er seine Tochter verloren hat, weiterzumachen. Denn eigentlich jeder Sinn des Lebens ging an diesem Tag zu Ende. Meine Güte. So sehen die Häuser also von nahem aus. Sie und dann kommt diese kleine Dame in seine Welt. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Evakuierung. Warnung. Das Gebiet direkt außerhalb der Quarantänezone von Boston wird innerhalb der nächsten 48 Stunden zum Ziel von flächendeckenden Bombardierungen, um jede Gefahr durch Infizierung auszulöschen. Alle Bewohner dieses Gebietes haben ab der Veröffentlichung dieser Nachricht 48 Stunden Zeit, die Stadtgrenze von Boston zu verlassen. Niemand darf die Quarantänezone betreten, neue Bewohner werden zurzeit nicht akzeptiert. Es wird keine weiteren Warnungen geben, verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ja, das merkt man halt auch immer wieder. Zum Beispiel, wenn es Hochwasser gibt und. Flammenchaos in Kalifornien. Die Menschen verlassen selten ihre Häuser. Sie möchten das nicht. Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Ja, los. Ich wüsste da auch nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Sein eigenes Hab und Gut zu verlassen. Alles zurückzulassen? Mann, das ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Wahnsinn. Es sieht auch nicht mehr so stabil aus. Sagen wir, schlagen uns hier mal durch. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nur was war das für ein Schrei gerade? The Old Stone Building. Was auch immer. Ich denke mal, da fehlen ein paar Zahlen. Suchen wir mal hier weiterzukommen. Hey Tess! Komme! Einfach nichts. Es gibt hier nichts mehr. Boah, die ersten Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wow. Er
wurde zerfetzt. Ja. Nur von was? Die Leiche ist noch frisch. Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich von diesem Ort verschwinden. Munition, aber ich kann sie einfach nicht aufheben. Mit einem Schuss kommen wir nicht weit, wenn wir attackiert werden. Das Ziel ist so nah. Hier gibt es wieder Metall, womit wir unsere Waffen pimpen können. Target. Supply. Overtarget. Was auch immer das sein soll. Wo befinden wir uns hier? Ich hoffe mal nicht, dass das Gebäude hier diese Geräusche von sich gibt. Hier gibt es Munition. Danke für den Hinweis. Hätte ich sonst übersehen. Level 5. The Goldstone Building. Jetzt wissen wir auf jeden Fall den richtigen Namen. Wow. What the hell? Verdammt. Klicker. Klicker. Okay, die... Immerhin kennen wir schon mal die Spezies, so wie auch immer. Aus. Klicker. Heißt, sie sind ja. Blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordentlich. Okay. Guter Hinweis. Das heißt, ich werde jetzt mal vermehrt auf irgendwelche Klickergeräusche achten. Wie auch immer die sich... So aus, als würde gleich alles einstürzen. Abbilden werden. Eine halbe Schere. Ich glaube, hier können wir durch. Schauen wir mal hier durch. Kopf runter. Oh. Nichts passiert. Alles ist total okay. Happy Anniversary. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich irgendwie was übersehe. Deswegen lasse ich mir hier ein bisschen mehr Zeit. Hier ist die andere Hälfte. Ich denke auch mal, früher oder später wird unser Platz zu Ende sein von Gegenständen, die wir mitnehmen können. Und dann wird es schwierig. Dann müsst ihr entscheiden, was hilft uns zum Überleben. Hilf mir hier mal. Und was muss zurückgeblieben werden. Wow! Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, wie die Klicker aussehen und wie das Geräusch klingt. Danke. Es war noch nicht gerade leise. Wir sollten nicht einfach so viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Okay, wir können hier irgendwelche Gegenstände machen. Stellt ein Messer her. Dann machen wir doch mal ein Messer. Messer scheint mir auf jeden Fall sinnvoll. Klicker. Ich frage mich gerade, sind es die einzigen, ich nenne sie jetzt einfach mal Zombies, oder gibt es da noch schlimmere, größere? Hier, verarzte dich. Vielen Dank. Okay, verarzten wir uns mal. Einfach. Okay, da hinten sind die. Ich muss noch mehr diesen Lauschangriff verwenden, dass ich sehe, was sich in meiner Umgebung befindet. Was war das für ein Geräusch?